Willkommen, meine Damen und Herren, zum öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Der sich zumindest unsererseits in die Sommerpause verfügt. Damit Sie uns entsprechend vermissen, haben wir eine glänzende Besetzung vorrätig. Als die 24-jährige Autorin Ronja von Rönne vor einem Jahr den Artikel »Warum der Feminismus mich anekelt« veröffentlichte, da war der Aufschrei groß und ihre Karriere gesichert. Den ihr dafür zugedachten Axel Springer-Preis lehnte sie ab. Wenn Sie so wie viele wissen wollen, wie man sich den Burgschauspieler Joachim Meyerhoff als Twen vorstellen soll, dann wären Sie mit dem dritten Band seiner Autobiografie zufriedengestellt. Der Wiener Bariton Clemens Unterreiner ist 39 Jahre alt und weiß sich damit reif für Memoiren. Nur von Bettina Balakas neuer Krimi-Romanze um eine liebenswerte Serienmörderin hoffen wir, dass hier nichts Autobiografisches zugrunde liegt. Zu Beginn die Neuerscheinung. Meine Damen und Herren, der Bariton Clemens Unterreiner wurde vor 10 Jahren an die Wiener Staatsoper engagiert. Er ist dort heute umfassend angekommen. Das war nicht immer ausgemacht, wie wir seiner nur noch von Anna Netrebko unterbotenen Frühbiografie entnehmen. Die Schriftstellerin. Verdient hat Clemens Unterreiner vor allem eines, seinen Erfolg. Im Ensemble der Wiener Staatsoper ist er seit mittlerweile 10 Jahren. Das Haus profitiert aber schon länger von ihm. Die Kinderoper entpuppte sich für ihn als Sprungbrett. Heute steht er im Rampenlicht. Begonnen hat aber alles in der Finsternis. Eine schwere Augenentzündung lässt ihn im Alter von 5 Jahren plötzlich erblinden. Ein Jahr lang glaubt er, sein Augenlicht für immer verloren zu haben. Wo andere verzagen, schöpft Clemens Unterreiner Mut und findet zu seiner großen Liebe, die ihn bis heute begleitet, die Musik. Zahlen bitte! Willkommen, willkommen. Wie schön, dass ihr da seid. Womit darf ich denn erfreuen? Vielleicht einmal mit einem Glas Eiswasser wäre das, das wäre perfekt. Eine Option. Darf ich das so reichen, weil ich bin der, danke, bin der Anschütter, auch im übertragenen, metaphorischen danke. Sinn. Aber ich bin ganz bitte enttäuscht, weil ich glaube, ich bin in der falschen Sendung. Ich möchte wirklich die Frage der Fragen ja gestellt bekommen. Also, darf es ein Glührotwein sein, der sicherlich bereits heftig temperiert ist? Rivella habe ich heute keins. Was? Auf das habe ich die ganze Zeit jetzt gewartet, das auf die Frage. Ich habe einmal auf eine Runde von Menschen, die ich von Herzen alle liebe, gewartet, um ihnen dieses Geschlader nicht anbieten zu müssen. Dann nehme ich ein Wiener, schönes Wiener Hochquellwasser. Gut. Auf Eis, on the rocks. Darf es vielleicht ein übertemperierter Rotwein sein? Nein, danke, ich bin in weniger Sekunden betrunken. Und das kann auch reizvoll sein. Das ist lustiger. Ja. Gehen wir es an. Herr Unterreiner, Sie haben Ihre Biografie der Großmutter gewidmet. Das ist interessant, so wie es lange eine Vaterbewältigung scheint es eine Großmutter-Huldigungsliteratur zu geben. Kann das sein? Oder ist das Zufall? Ja, es ist Zufall, weil meine Großmutter es leider nie erlebt hat und ihr nie vergönnt hat, mich auf einer Bühne zu erleben. Wobei sie die Einzige war, also fast die Einzige, die mich wirklich von Anfang an unterstützt hat. Weil es bei mir so ein bisschen so eine österreichische Wiener Geschichte. Ja? Also ich war zu alt, zu schlecht, Hochschule nicht möglich, ja, Konservatorium nicht, mach was Anständiges, kein Künstlerberuf, mach etwas, womit du eine Zukunft aufbauen kannst. Und sie hat immer gesagt, nein, lasst ihn doch singen, lasst ihn doch machen, was er wollte. Bin immer schon als Kind auf die Truhe hinaufgeschrieben, habe Königin in der Nacht gesungen. Ich habe nicht gewusst, was Königin der Nacht, in der Nacht. Habe mir gedacht, klingt das anders? In der Nacht. Klingt das anders als die Königin der Nacht? Damals habe ich das richtig so im Knabensopran, richtig original gesungen. Da war ich immer der Hit der Partys meiner Eltern. Oh. Aber ja, und da hat sie immer gesagt, lasst ihn doch machen, was er will und hat mich unterstützt und ja, hat es dann leider nicht mehr geschafft zu meinem ersten Konzert, wie ich dann das erste Mal öffentlich aufgetreten bin. Mhm. Deswegen habe ich sie gewidmet, weil mir das so wichtig war, weil sie eine Unterstützerin war. Und das habe ich gebraucht. Ich habe übrigens gerade erfahren, ich habe eine Ration Rivella dort unten. Darf ich Ihnen, möchten Sie das kosten? Unbedingt. Ich kann es Ihnen aber nicht empfehlen. Das macht nichts. Aber ich habe mich schon so gefreut, in die Sendung zu kommen, dass ich endlich einmal einen Rivella trinken darf. Nehmen Sie es aus der Flasche, Sie absolut werden sehen, das ist kein Glas wert. Wunderbar. Das sind ja alles so Mutmachgeschichten heute, das stimmt aber gar nicht. Ja, okay. So, ich war schlecht in der Schauspielschule, ich habe keine Unterstützung bekommen. Und dann haben wir es doch geschafft, aber die allermeisten schaffen es ja dann wirklich nicht. Ja, und
deswegen bin ich ja so dankbar. Die hört man ja nie. Und das war ja auch der Grund, warum immer die Leute gesagt haben, na, das musst du aufschreiben, du musst das erzählen. Ich habe immer gern erzählt einfach. Und das war ja auch kein geradliniger Weg, nicht? Also wie gesagt, meine Stationen. Zuerst die Erblindung, wie ich überhaupt zur Musik gekommen bin, nicht? Und das war nicht vorgezeichnet. Werde ich jemals wieder sehen, von Musik keine Rede. Was war das? Ist sie mit 5 Jahren erblindet? Im Urlaub bin ich eines Tages aufgewacht und war blind. Und warum? Und es war eine schwere Augenentzündung, eine im Formenkreis der Uveitis und mit starken Einblutungen, die mich auch mein ganzes Leben weiter begleiten wird. Nur damals konnte man überhaupt nichts operieren mehr. Und da haben auch die Leute gesagt, meinen Eltern, ja, das wird auch nichts mehr. Und sie können gleich sich überlegen, wo sie das Kind hingeben. Man wollte mich nicht in die normale Schule schicken, nicht. Man wollte, also das war immer so eine Geschichte. Und wann war das aus, nach einem Jahr? Nach circa einem Jahr habe ich dann angefangen, wieder natürlich Licht und Schatten zu sehen und dann wieder grobe Umrisse. Meine Eltern haben sehr gekämpft, dass ich auch in eine normale Volksschule kommen konnte. Dann sind sie mit riesigen Tafeln dort gesessen. Die Lehrer haben auf mich wirklich Rücksicht genommen. Also das war auch eine Unterstützung. Versteht man das als Kind in seiner Tragweite? Was? Überhaupt nicht. Und ich bin meinen Eltern und allen rundherum so dankbar. Sie haben mir einfach immer das Gefühl gegeben, das wird schon wieder. So wie, schau, Beethoven war taub, hat aber auch komponiert und hat dann sogar dirigiert. Jetzt siehst halt gerade im Moment nichts. Aber das wird schon. Sie haben mir alles ferngehalten. Und ich muss sagen, ich habe das im wahrsten Sinne des Wortes ausgeblendet. Und ich glaube, daraus schöpfe ich auch dieses Naturvertrauen. Frau Bayer, wunderbar. Was bewegt er denn eigentlich mit 39 Jahren, die Memoiren zu schreiben? Die Netrebko, da wurde bereits mit 30 Jahren zwei Biografien geschrieben. Sie hielten sich inhaltlich in Grenzen, muss ich offen gestehen. Das sind Ihre spannender, weil die Netrebko war wenigstens nicht blind. Nicht? Also ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Bitte. Aber mein großer Vorteil ist, es sind ja keine Memoiren. Da habe ich ja noch sehr viel Zeit. Es ist einfach eine Aufzeichnung, was ich einfach bis jetzt erlebt habe. Dadurch, dass es eben kein geradliniger Weg war, eben dadurch, dass mir das Schicksal immer wieder riesige Felsbrocken in den Weg gerollt hat, die ich umschiffen musste. Und wo mir die Leute gesagt haben, du pass auf, du gehörst der jüngeren Sängergeneration an, aber was du erzählst und deine Geschichte und wie du das überhaupt an das Haus geschafft hast oder überhaupt Karriere zu machen. Ich hatte auch furchtbare Durststrecken, wo mir auch niemand gesagt hat, du wirst das nicht schaffen und ich habe nicht gewusst, wie geht's weiter. Es hat dann funktioniert und da habe ich mir gedacht, das ist, glaube ich, ganz interessant und vor allem, ich bin ein Mann der Unterhaltung. Also klassische Musik, Oper, oft natürlich der Hochkultur, ein bisschen Elfenbeinturm, da wollte ich immer raus. Ich wollte immer auf die Leute zugehen und ich war immer ein Geschichtenerzähler. Einer meiner großen Vorbilder, der Kammersänger Alfred Schrammeck, der leider vor kurzem gestorben ist, wo ich mich jetzt noch freue, dass ich eine kleine Geschichte auch über ihn drinnen habe im Buch.